Suchst du nach dem goldenen Licht? Verstehe doch, dass du es bist. An jedem Tag, in jeder Stunde, hörst du es aus meinem Munde. Du bist frei, du bist unendlich, mach dich deiner selbst erkenntlich. An deinem Ohr grüßt dich das Glück, wir werden eins, Stück für Stück. Hallo Glückspilz und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt. Es ist wunderschön, dass du wieder mit dabei bist und schon wahrscheinlich sehnsüchtig darauf wartet, dass dich das Glück wieder anruft. Ja, heute ist eine ganz besondere Folge, obwohl ich ja sagen muss, dass jede Folge besonders ist, aber das ist tatsächlich wieder mal ein Special. Und zwar, wer mir auf Instagram folgt, der hat es schon mitbekommen. Es gibt jetzt hier ein neues Format, das nennt sich Frag das Glück. Und dabei kannst du dem Glück ganz individuell deine Frage stellen. Und diese Frage wird dann innerhalb einer Folge beantwortet. Also, falls dir selbst eine Frage auf dem Herzen liegt oder du nach einer Folge irgendwie so das Gefühl hast, oh, es war noch nicht alles klar, jetzt möchte ich nochmal nachhaken, dann schreib mir doch einfach. Du kannst mir über Instagram schreiben, mein Account ist @NaomaClarkOfficial oder du schreibst mir eine E-Mail an team@NaomaClark.com. Da freue ich mich dann natürlich auch sehr. Und bevor wir mit dieser Special-Folge starten, ja, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, noch ein bisschen über eine Sache mit dir zu reden. Und zwar geht es um die Persönlichkeitsentwicklungsszene oder allgemein über Spiritualität und dass ich glaube, sehr, sehr viele Dinge dabei sind, die immer und immer wieder aufkommen und die man so oder anders irgendwo schon mal gehört hat. Ich bin nämlich der Meinung, dass das unglaublich wichtig ist, gewisse Dinge immer und immer wieder zu hören. Und dass es gar nicht langweilig ist, sondern das ist ein ganz, ganz wertvoller Reminder. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennst auch du solche Menschen, die sagen, habe ich doch schon alles gehört. Und ganz ehrlich, wenn du zu den Menschen selber gehörst, die das sagen oder jemanden kennst, der so ist, dann bedeutet das ehrlich gesagt meistens, dass sie das, was sie da hören, eigentlich noch gar nicht leben. Das klingt jetzt erstmal unlogisch, weil wenn jemand sagt, ja, hey, kenne ich doch schon alles, mit so einem genervten Augenverdrehen, dann müsste man ja denken, dass der oder diejenige es schon ganz automatisch und ganz selbstverständlich in sein Leben integriert. Ich glaube aber dran, dass wenn du so reagierst auf gewisse Sachen oder Themen, die du schon mal gehört hast und dann dabei auch noch genervt bist, dass du dann die Essenz davon vielleicht noch gar nicht wirklich verstanden hast. Weil wenn du es schon verstanden hättest, dann wärst du vielleicht einfach in dem Moment dankbar, dass man dich auf galante Art und Weise daran erinnert hat. Jedenfalls geht es mir immer so. Und auch wenn tatsächlich sehr, sehr viele Dinge, die ich auch lese und so weiter, einfach nur eine Art von Wiederholung sind. Aber manchmal brauchen wir, glaube ich, verschiedene Absender, weil es ist was anderes, wie wenn unsere Mutter zu uns kommt und uns sagt, denke groß, als wenn jetzt eine Oprah Winfrey um die Ecke kommt und dir sagt, denke groß oder ich glaube an dich. Das hat einfach eine ganz andere Magie, das hat einfach eine ganz andere Energie. Und deswegen ist Wiederholung gar nicht so schlecht. Und ich sage jetzt auch Wiederholung nochmal ganz, ganz dick, weil ich tatsächlich glaube, dass selbst wenn du vorher noch nichts mit Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung im Hut hattest, dass es immer eine Wiederholung ist. Was denkst du jetzt vielleicht? Das kann doch nicht sein. Ich habe doch noch nie was davon gelesen, gehört und so weiter und so fort. Doch, es ist eine Wiederholung, weil du eigentlich ganz natürlich mit diesem großen Ganzen verbunden bist und mit diesem uralten Wissen, das in jeder von unserer Seele schlummert. Das heißt also, dass ein ganz weiser und intuitiver Teil in uns weiß es doch eigentlich sowieso schon. Ein unglaublich weiter und wundervoller Teil in uns weiß all das. Das heißt, es ist also weniger ein, ja, ich lerne jetzt was Neues, als vielmehr ein, ich erinnere mich auf meine Reise durchs Leben,
Stück für Stück an meine Wahrheit. Und es gibt eben Menschen, die noch einen, ich sage jetzt mal ein bisschen, einen leichteren Zugriff noch haben zu ihrem Kanal, auf dem sie ganz intuitiv und einfach sehr wachsam das große Ganze spüren können oder dieses Licht in sich noch spüren können. Und beim Großteil der Menschen ist es aber tatsächlich so, dass das im Laufe der Jahre immer mehr verloren geht. Wenn sie, vor allem wenn sie ihren Blick zu sehr nach außen richten und sich damit eben auch am Außen orientieren und sich da so orientieren, dass sie sich nur anhand dessen durchs Leben irgendwie hangeln und nie nach innen gucken. Und ich muss sagen, bei mir war das so, dass ich wirklich großes Glück eigentlich gehabt habe, dadurch, dass ich ja meine Mobbing-Geschichte in der Schule hatte, dass mir das die Möglichkeit gegeben hat, sehr viel Zeit mit mir selbst zu verbringen. Und das war die Zeit, in der ich das Wunder Neoma kennengelernt habe, in der ich ja kreativ war. Und ich glaube, gerade durch diese Kreativität, die ich ja bis heute noch auslebe, war dieser Kanal nie zu. Der ist nie wirklich zugegangen und es hatte auch nichts und niemand eine Chance, da irgendwie einen Deckel drauf zu setzen, sage ich jetzt mal. Sondern es war immer ein ganz natürlicher Teil von mir und ich fühle mich damit einfach immer noch sehr verbunden und ich hoffe, dass ich durch dieses Projekt auch wieder diesen intuitiven Teil in dir aufwecke oder wachküsse, finde ich, klingt noch viel, viel schöner. Dass du plötzlich wieder diese Gewissheit hast und dieses Urvertrauen in dir wieder entdeckst, dass wir mit allem verbunden sind und dass alles im Fluss ist und dass alles gut ist und dass jedes Ereignis und jedes Erlebnis, das zu dir kommt, dir bei deinem Wachstum hilft und natürlich auch dabei, Schritt für Schritt wieder dein volles Bewusstsein über dich selbst, dein Leben, dein Ego, über deinen Schmerzkörper, all diese Dinge, dass du volles Bewusstsein darüber erlangst und dich dadurch natürlich auch Step für Step heilen kannst. Weil ich glaube, dass das nämlich sozusagen wie so der Zauberstab ist, der uns in die Hand gedrückt wurde, dieses tiefe Gefühl, man kann es gar nicht wirklich umschreiben, aber es ist wie so eine Stille, es ist so ein Wissen, aber ohne, dass irgendjemand dir was gesagt hat. Es ist einfach nur so ein intuitives Wissen und so ein intuitives, ist alles klar, es ist alles weit, es ist alles so clear und ich glaube, das habe ich in der letzten Episode ja auch schon mal gesagt, das ist wie, als wäre deine Seele irgendwie ganz schön eingestaubt und durch solche Sachen und vor allem durch Wiederholung und mit solchen Sachen meine ich übrigens diesen Podcast oder andere Podcasts, es gibt ja so viele wundervolle Podcasts da draußen, das ist wie so der Besen, der durch diesen verstaubten Raum deiner Seele geht und es einfach wieder sauber macht und wieder Klarheit reinbringt. Und deswegen finde ich auch Wiederholung so unglaublich wichtig. Und nein, du musst dir keine Sorgen machen. Mir hat niemand geschrieben, hey, das ist alles, was du da sagst, das kenne ich ja schon. Nein, überhaupt nicht. Aber irgendwie war mir das schon länger mal ein Anliegen, darüber zu sprechen. Und das habe ich hiermit getan, weil ich nämlich wirklich der Meinung bin, dass es im Leben gar nicht oft genug Wiederholungen geben kann, weil wir ganz automatisch immer wieder Wiederholungen in unser Leben ziehen, bis wir es gelöst haben, bis wir es wirklich verstanden haben. Vielleicht noch ein kleines anderes Beispiel. Wenn du zu den Menschen gehörst, die immer wieder Partner derselben Art in dein Leben ziehen, dann ist das genauso eine Wiederholung, natürlich auf einem anderen Gebiet, aber auch das Leben schenkt dir ständig Wiederholungen. Oder wenn du felsenfest davon überzeugt bist, dass, ich weiß nicht, der Bus immer 5 Minuten zu spät kommt, weil du das immer so beobachten konntest, dann kann das wie so eine self-fulfilling prophecy sein, dass du immer dann zum Bus gehst, ganz automatisch und dir das Leben diese Wiederholung schenkt, die du sowieso schon erwartest und dann kommt der Bus natürlich auch immer, wenn du gerade zum Bus willst, 5 Minuten zu spät, weil es ist ja diese Wiederholung und wenn wir dieses Pattern nicht durchbrechen, ja, dann sind wir in dieser Schleife gefangen, wie bei Täglich grüßt das Murmeltier, falls hier jemand diesen Film kennt. Genau. Und das, um jetzt nochmal den Bogen hier zu schließen, ist nämlich eben auch so interessant für das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir, oder dass jemand, der genervt die Augen rollt und sagt, das kenne ich ja alles schon,
der hat das eigentlich gar nicht wirklich verstanden oder noch nicht in sein Leben integriert, weil wenn er es schon mega toll verstanden hätte, dann wird es ja jetzt nicht mehr in sein Leben kommen, damit er es sich nochmal genauer anschaut. Und ich glaube, es ist immer eine Einladung, nochmal genau hinzusehen, zu hinterfragen, mal in dich reinzuspüren. Wo stehst du eigentlich gerade? Wo stehst du mit deinen Gefühlen vor allem auch? Da kam diese Woche, ich muss jetzt gerade kurz überlegen, aber ja, wenn ihr diese Folge hört, das ist ja immer noch diese Woche, es wird am Sonntag sein. Also gestern war Montag, heute ist Dienstag. Gestern habe ich einen Instagram-Post veröffentlicht zum Thema Gefühle, also schau da nochmal genau hin. Ich werde jetzt hier jetzt explizit nicht nochmal ganz, ganz lange auf das Thema eingehen, weil ich jetzt schon lang genug rede und ihr sicherlich auf die Frage gespannt seid, die dem Glück gestellt wurde. Und deswegen, falls es dich interessiert, schau bei Instagram vorbei. Genau. So. Und bevor jetzt die Frage kommt, ihr kaut bestimmt schon auf den Fingernägeln, möchte ich euch aber nochmal eine wundervolle Rezi vorlesen für den Podcast. Ich habe mir vorgenommen, jedes Mal jetzt mindestens eines, kommt natürlich auf die Länge drauf an, eine Rezension vorzulesen, einfach weil ich unglaublich dankbar dafür bin, dass sich hier Menschen die Zeit nehmen, ja, einfach liebe Worte zu formulieren, und das würde ich einfach gerne honorieren und hier auch nochmal persönlich Danke sagen, weil mir das super wichtig ist, dass jeder da draußen sich auch gesehen fühlt auf seine Art und Weise. Ich meine, der Fluch an Podcasts so ein bisschen ist ja, dass der Speaker am anderen Ende des Mikrofons ja nur am anderen Ende des Mikrofons ist, und das ist nochmal so eine persönliche Umarmung für denjenigen, der diese Rezi hinterlassen hat. Und ja, ich möchte dieses Mal eine Rezension vorlesen von Mia Maria. Hier spricht das Glück, zauberschön. So zauberschön. Naoma entführt dich in das Reich deiner eigenen Gefühle und zeigt dir mit wundervoll gewählten Worten, was es bedeutet, in dich hineinzuhorchen. Danke, 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 liebe Mia. Das hat mein Herz berührt, mein Herz erfreut. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, das ist so ein Privileg und so eine Freude. Und ich bin jedes Mal ganz verzückt und hüpfe durchs Zimmer wie ein kleines Kind, wenn ich sehe, dass eine neue Rezi auf iTunes eingetrudelt ist. Und ja, danke, danke, danke an dieser Stelle. Und ich freue mich übrigens über jede, die hier noch kommt. Also, falls dir dieser Podcast gefällt, dann bitte zögere nicht, abonniere den Podcast auf iTunes oder Spotify. Wenn du ihn über YouTube hörst, dann abonniere mich gerne auch auf YouTube. Und schreib mir sehr gerne eine Bewertung, da freue ich mich unendlich darüber. Und du hilfst der Sichtbarkeit dieses Podcasts. Ist ja jetzt noch relativ jung, und eure Bewertungen, eure Rezensionen, aber auch eure Downloads und eure Abonnements, sagt man, helfen einfach unglaublich dabei, dass diesen Podcast einfach noch mehr Menschen erreichen. Und das wünsche ich mir für dieses ganz besondere Format. Und ja. Danke schon mal an dieser Stelle. So, jetzt kommen wir aber zur allerersten Frage von dieser wunderbaren Special-Folge. Hier spricht das Glück, und zwar fragt das Glück. Die Frage lautet: Wo versteckst du dich, wenn ich dich nicht finden kann? Es ist eine wahnsinnig tolle Frage, und ich bin ja selber schon ganz gespannt, was das Glück jetzt gleich darauf antworten wird. Deswegen ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge, und ja, wir hören uns später nochmal. Hey, hier spricht das Glück. Du hast mich gefragt, wo ich mich verstecke, wenn du mich nicht finden kannst. Und doch habe ich dir schon mal erklärt, dass ich immer allgegenwärtig bin. Deshalb dürfte die Frage nicht lauten: Wo verstecke ich mich, wenn du mich nicht finden kannst? Sondern sie müsste heißen: Wo versteckst du dich? Wo bist du?
Und ich meine damit deinen Standpunkt, deine Ausrichtung in der Sekunde, in der du denkst, dass ich nicht da bin. Ich habe nun schon ein paar Mal davon erzählt, dass ich viele Namen habe, dass man mich unter Liebe kennt, unter Glück, Euphorie. Denn letzten Endes bin ich ein Gefühl und wenn du wolltest, könntest du mich immer fühlen. Ich bin also nichts, was von dir weggehen kann, nur du bist etwas, was von mir weggehen kann. Und manchmal ist das auch völlig in Ordnung. Und weißt du, warum es in Ordnung ist? Weil du mich manchmal wieder besser sehen kannst, wenn du erst von mir weggekommen bist. Manchmal brauchen wir diesen Kontrast. Doch die meisten Menschen verurteilen genau das. Sie unterdrücken sowohl ihre negativen Gefühle als auch ihre Gedanken darüber und machen uns schlecht. Aber gehen wir noch mal ein Stück zurück. Gehen wir noch mal dahin zurück, dass ich dir gesagt habe, dass ich eigentlich ein Gefühl bin. Was ist denn Wut? Was ist denn Trauer? Richtig, ein Gefühl. Und das heißt, dass ich auch da ein Teil davon bin, weil ich ein Gefühl bin. Und ohne das eine könnte es das andere auch gar nicht geben. Wo bist du also, wenn ich nicht mehr zu sehen bin? Denn ich weiche dir niemals von der Seite. Ich bin die unendliche Weite, die Stille in deinem Herzen. Ich beobachte aufmerksam jeden deiner Schritte und ich glaube in jeder Sekunde an dein unendliches Potenzial. Doch mein größter Feind, mein größter Kritiker ist der Verstand. Weißt du, wo ich glaube, dass du bist? Du spazierst in diesem Moment Hand in Hand mit deinem Verstand durchs Leben und glaubst die Geschichten, die er dir erzählt. Dort bist du. Hand in Hand mit diesem lustigen Gesellen, wie ich ihn nennen möchte. Denn es ist so wichtig, wenn wir das Leben spielerisch betrachten. Und wenn wir Wertschätzung empfinden für das eine und das andere. Denn der Verstand oder diese negativen Gefühle, die sich manchmal einschleichen, sie können dir auch unglaublich helfen. Stell's dir doch mal so vor. Wo ist das größte Potenzial für Licht? In einem Raum, der bereits hell erleuchtet ist von Tausenden von Lampen? Oder in einem Raum der Dunkelheit? Natürlich dort, wo es dunkel ist. Und trotzdem, egal wie dunkel dieser Raum, du müsstest nur aufstehen und den Lichtschalter anmachen. Denn alles fängt mit dieser einen Entscheidung an. Es fängt mit dieser einen Entscheidung an, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Und damit auch für jedes Gefühl. Und es fängt auch damit an, Wohlwollen, Neugierde, Interesse für jedes dieser Gefühle zu entwickeln. Und einen liebevollen Blick darauf zu haben. Und es fängt damit an, dass wir uns Stück für Stück wieder annähern. Was ich damit sagen will, ist, dass ich nicht von dir erwarte, dass du von einer Depression direkt in meine Arme hüpfst. Denn das ist durchaus schwierig und es ist beinahe zu unmöglich, dass das von einem Moment auf den nächsten passieren kann. Aber was du tun kannst, ist, daran zu arbeiten, dich immer ein klein bisschen besser zu fühlen. Das heißt, wenn du jetzt traurig bist, dann darfst du dir jetzt erlauben, hoffnungsvoll zu sein. Wenn du jetzt wütend bist, dann darfst du dir jetzt erlauben, zu verzeihen. Und
wenn du dich jetzt ohnmächtig fühlst, dann darfst du dir sogar erlauben, wütend zu sein. Denn ja, Wut fühlt sich besser an als Ohnmacht. Verstehst du, was ich meine? Du darfst dich immer ein klein bisschen besser fühlen und Schritt für Schritt das Gefühl wählen, das dich immer mehr in meine Richtung führt, wie als würdest du auf einen wunderschönen Turm hinauflaufen und oben hast du den wohl schönsten Ausblick und einen Sonnenauf- und Untergang gleichzeitig so wie Sonne, Mond und Sterne, auf die du dich jetzt schon freust, aber du kannst keine Abkürzung nehmen, du musst eine Stufe nach der anderen gehen. Gefühle sind wie deine Freunde, so wie auch ich ein Gefühl bin und damit dein Freund bin. Und alles, was wir wollen, ist, wahrgenommen zu werden. Alles, was wir wollen, ist, mit dir zu sein und mit dir diesen Wegabschnitt in deinem Leben zu gehen. Wir wollen gesehen werden. Und ich teile. Es ist nicht so, dass nur ich dein Freund sein möchte, sondern ich weiß, es ist Platz für alles. Es ist Platz für jeden. Es ist Raum für jedes Gefühl. Und wenn du dann ein Stück weit gegangen bist, von der Angst zur Hoffnung, dann stolperst du vielleicht unversehens wieder in meine Arme und spürst, dass das Vertrauen wieder in deinem Herzen entflammt ist. Dass das Vertrauen durch jede Ader deines Körpers pulsiert. Und eine unendliche Weite und Ruhe macht sich breit. Und das Wissen, dass jede Emotion, die guten und die schlechten, das Glück und die Angst zum Leben dazugehört. Denn genau das sind die Wellen auf dem unendlichen Ozean des Lebens. Es gibt große Wellen. Es gibt kleine Wellen. Es gibt Wellen, die dich ordentlich durchschleudern, sodass du gar nicht mehr weißt, ob du jemals wieder atmen kannst. Und dann gibt es diese unendlich kleinen Wellen, die so klein sind, dass das Meer des Lebens eigentlich aussieht wie ein unendlich weiter See. Aber das ist das Leben. Und du kannst dir 100% sicher sein, dass egal in welchem Boot du gerade sitzt, du bist dort nicht alleine. Und wann immer du es möchtest, wann immer du es zulassen möchtest, mach dein Herz auf, setz die Brille der Liebe auf und in diesem Moment wirst du mich wiedersehen. Hallo Glückspilz und herzlich willkommen zurück im Hier und Jetzt, im echten Leben. Ich hoffe wie immer, dass diese wunderbare erste Special-Folge von Frag das Glück gefallen hat. Und hier auch nochmal der liebe Reminder, wenn du selbst eine Frage hast, dann schreib mir über team@naomaclark.com oder über Instagram unter naomaclarkofficial findest du mich dort. Ich würde mich außerdem wahnsinnig freuen, wenn du einmal tatsächlich bei Instagram vorbeischaust und wir uns so oder so miteinander verbinden. Das heißt, lass mich doch in den Kommentaren unter meinem neuesten Post wissen, wie dir die heutige Folge gefallen hat. Und ich freue mich übrigens auch immer über persönliche Nachrichten in meinem Postfach. Also du kannst mir da gerne eine Sprachnotiz schicken oder schreiben oder ein Video, wie es dir am besten passt. Und ich finde es immer wunderschön, mit euch in Kontakt zu treten, mit euch zu philosophieren, mit euch zu sprechen und vielen von euch wunderbaren Seelen da draußen zu helfen, mit meinem eigenen Licht, das ich gerne an euch weitergeben möchte, wie ja eigentlich eine Kerze, auch wenn das jetzt schon wieder sehr philosophisch und metaphorisch klingt, aber ihr merkt es, ich hab's mit Metaphern. Ja, ich liebe einfach Worte, ich liebe Sprache. Das ist für mich schon seit ich ein kleines Kind bin einfach die Liebe meines Lebens und ich könnte mich stundenlang damit befassen, nur zu sprechen oder zu schreiben. Das ist wirklich eins von vielen Dingen, die mein Herz besonders hoch schlagen lassen.
Und ich hoffe, das kommt hier rüber. Ich hoffe, du spürst das, wie sehr ich liebe, was ich tue. Und ich will dich mit genau dieser Liebe anstecken, weil ich bin da kein Alien-Sonderfall oder besonders, sondern dass wir Freude empfinden, dass wir Liebe in unserem Herzen haben, das ist das Natürlichste der Welt. Das ist nichts Ungewöhnliches, wir verlernen es nur. Und eigentlich ist das unser Ursprung, das ist unser natürlicher Zustand. Unser natürlicher Zustand ist Freude und nicht Grübeleien und Melancholie und so weiter. Und ja, es gehört auch dazu, aber du darfst auch immer wieder in deinen natürlichen Zustand zurück. Und je mehr du das trainierst, umso mehr du diese kleinen Schritte in Richtung Glück machst, umso einfacher wird es dir irgendwann fallen und umso schneller bist du auch wieder in diesem freudigen Wohlgefühl. Ne? Ich mag das immer so gerne, weil wir es vorhin mit Wiederholung hatten. Ich sag das auch immer wieder. Glückspilze, im Leben geht es um Gefühle. Lass dich da nicht verblenden. Es geht dir niemals darum, dass du ein Audi Cabrio fahren willst, sondern es geht dir um das Gefühl, dass dieses Audi Cabrio in dir auslöst, wenn du es dann hast. Wir können nicht nichts fühlen. Wir sind fühlende Wesen. Dass wir fühlen, bedeutet, dass wir am Leben sind. Und deswegen, ja, ich könnte jetzt schon wieder total ausschweifen, das mache ich aber nicht, denn ich glaube, wir können unseren gemeinsamen Austausch über Instagram weiterführen, wenn du dazu Lust hast, und ich freue mich wahnsinnig auf dich und ich freue mich noch mehr, wenn du das nächste Mal auch abnimmst, wenn du vom Glück angerufen wirst und du mich hier besuchst beim Podcast Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Dicker Glückskuss. Deine Naoma.